Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Vampir. Man hört schon wieder Husten in der Umgebung. So, ich muss mal eben schauen. Reise in die Vergangenheit war das ja. Wir haben... genau, das Hotel. Was wollte ich genau machen? Wollte ich nochmal am Anfang vorbeigehen? Wollte ich nochmal die Vergangenheit? Scheiße, ich erinnere mich nicht ans letzte Mal. Das ist schon so lange her. Ich keine Ahnung mehr, wie es war mit den... Gehört der da rein oder muss ich... Das ist mein Arschloch! Nein, lass mal gut sein. Ich bin schon weg. Es tut mir alles so leid. Was? Wo kommst du denn plötzlich her? Bin doch nicht ganz wach. Jetzt aber. Ich dachte schon, interessiert sie sich nicht für den Beschuss? Ach, da ist eine Beinplatte drin. Rette den alten Mann. Ach, der ist hier drin. Da ist er. Wir reden sofort mit dir. Ich muss erst schauen, was ich hier so noch ausräumen kann. Die Ketzerei des reinen Blutes. Reines Blut, wir kennen den Ausdruck. Wir haben ihn in den faulen Münder der Ketzer und der ausländischen Barbaren gehört und haben ihn manches Mal selbst benutzt. Doch wissen wir, was er wirklich bedeutet? Ein Vampir, der aus einem unsterblichen Schoß geboren wurde, ist eine widerliche Vorstellung. Wie würde so ein Wesen seinen Platz unter den Lebenden finden? Was wäre sein Lebenssinn? Der unsere ist eindeutig, Gentlemen. Ascalon beschützt das Weltreich und seine Bürger. Wir sind Schutzherren und Hirten. Auch wenn wir manchmal Schafe für unseren Selbsterhalt opfern müssen. Wer die Schuld auf sich lädt, dem Verlangen erliegt, ein untotes Kind zu zeugen, muss ausgerottet werden. Aus die Gesetze von Ascalon. Auch wenn ich das total beschissen vorgelesen habe. Es geht darum, dass es keine unsterblichen Kinder geben darf. Eine uralte Vampirregel. Weil sie nicht zu kontrollieren sind auch. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Das alles? Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Haut er jetzt einfach ab? Das hat er umgeschaltet auf Finde Doris Fletcher. Ah ne, das ist, da ist ja wegen dem... Wegen der, wie heißt das? Oh, Epidemie. So, jetzt aber. Vater! Wo ist das Testament, was ich suche? Please, sir. Can't let you through. Get them weapons! Shit! You... So läuft das hier. Best
stay. Steady, boys! Never mind. Warum wirken die alle so schwach auf mich? Weil ich ausgeruht bin? So, den sollten wir auch direkt mal wegschaffen. Oder weil mein Knüppel verstärkt jetzt einfach alles niederbretzelt. No, I kill you! So, gucken wir mal. Ja, irgendwo muss das Zweite Testament ja liegen. Aber... Unter dieser Zeitung? Unter dieser Zeitung? Wollte gucken, ob ich die Tür aufschließen muss. Geh weg, stinkende Frau. Immer dasselbe Elend hier. Ja, ich wollte weghüpfen. In einem Spiel, wo man nicht hüpfen kann, aber hier das weg. Ihr wisst, was ich meine. Aubrey Wrights zweiter Brief. Unglaublich. Ich gehe einfach in so eine Ecke, wo eine dämliche Laterne steht und denk so, richtig. Krasser Scheiß. Mein lieber Sohn, dies ist mein zweiter Brief an dich. Wenn du ihn findest, heißt es sicherlich auch, dass du den ersten Brief deiner Schwester Mary und meiner liebsten und meiner lieben Emmeline. Moment, dass du den ersten Brief deiner Schwester Mary und meiner lieben Emmeline gezeigt hast. Ich halte es für richtig, wenn du deine Entscheidung nicht nur für dich allein behältst, aber letztendlich entscheidest das du. Erinnerst du dich an unsere langen Spaziergänge im Park? Deine Mutter hat dir das Alphabet unter den Bäumen beigebracht. Ich hatte dort so viele Schätze für Mary und dich versteckt. Ihr wart beide so schlau, so brillant. Ich wusste immer, dass ihr beide großartige Menschen werdet. Ich war immer stolz auf euch. Ich konnte nie meinen Stolz verstecken. Wenn man mich fragte, was du eines Tages werden möchtest... Moment, wenn man dich fragt, wenn man mich fragte, was du eines Tages werden möchtest, er wird, was immer er sein will. Deine Mutter glaubte, dass du, so wie sie, zu einem großen Künstler werden würdest. Du hast es immer genossen, zu lesen und zu schreiben. Ich habe immer noch dein allererstes Gedicht, so wie ich noch Marys erstes Bild habe. Als du dich entschieden hast, Medizin zu studieren, war deine Mutter scharfsinnig genug, ihre Bestürzung und ihren Verdruss zu verbergen. Ich dagegen war froh, dass du kein stumpfer Bankier wie ich werden würdest. Du sagtest uns, du wolltest Mediziner werden. Geld spielte dabei keine Rolle. Du wolltest nur das Leben deiner Mitmenschen verbessern. Ich wusste in diesem Moment, dass wir dich die wichtigste Lektion von allen gelehrt hatten. Beurteile jede einzelne Seele nach ihrem Charakter. Ich hatte fast vergessen. Nicht nach ihrem Vermögen. Wenn du mehr wissen möchtest, erinnere dich einfach an das Krankenhaus, wo du dich zuerst für ein Praktikum bewarbst. Dein dich liebender Vater, Aubrey Raid.
applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Oh mein Gott, wir haben uns für den Schuppen irgendwann mal wirklich beworben. Eine kräftige Blutprobe. Jetzt sei doch nicht so. Zähl doch nicht, steh doch daneben. Ach, gibt's doch nicht. Ah, der Schlimmste am Levelunterschied. Du kriegst zwar... Beziehungsweise, du hast ja ganz gute Chancen, Gegner zu töten. Aber du kriegst halt so viel Schaden rein. Nur weil du ein paar Menschen verschont hast. Und ja, irgendwie ist es ein bisschen Banane, dass du lauter Leute ständig tötest, aber halt nur die wichtig sind, sag ich mal, die ein Leben haben. Vampirjäger haben ja keins. Oh, ich hab doch den Konterschlag gemacht. Was gibt's doch nicht? Ich habe nach hinten Ausweichen gemacht, aber er hat die Sache... Oh mein Gott, er hat die Sache gewechselt. Er hat einfach die Scheiß... den Scheiß Feind gewechselt. Egal. Ich glaube, da oben... verpasse ich jetzt nichts. Ich habe ja den Typ mit der Blutprobe gefunden. Bevor ich mich unnötig aufrege. Verlasse ich den schönen Park einfach wieder. Und schauen, was Sache ist. Vor allem, ich glaube, ich kann noch... Ja, das Testament ist ja schön und gut. Finde Emilys Haus. Oh. Das ist der Indikator. Ich habe keinen Indikator. Was waren hier die Details nochmal? Charlotte Ashby, die adoptierte Töchter, bla bla bla. Da Emily verschwunden ist, befüllt Charlotte ihren Enthusiasmus für Vampire, habe sie in Gefahr gebracht. Charlotte möchte, dass ich ihrer Abwesenheit nachgehe. Ach, da unten ist das Haus. Und wie ist das mit dem... für ihn hier? Ich finde ein außergewöhnliches Restaurant. Da bin ich gerade genau in dem Bereich. Saber!
hör auf, Dosen nach mir zu schmeißen. Sondern gib mir dein Blut. Anscheinend suchen die Vampirjäger auch ein außergewöhnliches Restaurant. Man weiß ja nie, wann man das letzte Mal was zu essen bekommt. Ich höre, da kommt mehr von der Seite. Ich höre, dass hier jemand rumrennt. Zum Beispiel da drin. It's locked. Also das wahre außergewöhnliche Restaurant wird wahrscheinlich, ne, irgendwie muss ich da hochkommen, oder? Kann nicht sein, dass hier alle Türen zu sind. Da. Boah, jetzt stress mich nicht. Kann ich nicht mehr in Ruhe Kuchen einkaufen gehen? Eine Sachertorte und... Sachertorte gibt's hier nicht! So eine Scheiße. Ich glaube, hier kommt auch gar keiner mehr arbeiten. Oh mein Gott, ich bin ein Ladendieb! Ich habe die Kohle geklaut! So, die Tür ist schon mal aufgeschlossen. Hol mal ein bisschen aus dem Müll. Moment, hat er nicht was? Nee, war nur das Glas, was gefunkelt hat. Gut. This is Braille. I need someone who can read this. Heilmittel für Blindheit. Aha. Ein nicht zu entziffernder Text in Blindenschrift. Vor allem, Hammer, ein Blindenschrifttext, der die Blindheit heilen soll. Nein, beziehungsweise irgendwas, was da drin ist, soll ein Heilmittel sein. Ach, guck mal da. The Blind Gourmet. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Das sieht doch ganz nett aus. Habe ich jemanden getroffen, der Blindenschrift lesen kann? Vielleicht hat Ashbury das gelernt zwischendurch. In ihren paar hundert Jahren, die sie gelebt hat. Jetzt gehen wir aber zuerst mal zum lustig gekleideten Herr und erstatten ihm Bericht darüber, dass wir tolles Essen gefunden haben. Zwei Häuser weiter.
I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my! How interesting! It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Gerne doch. Boah, 200 Schillinge dafür, dass ich zwei Straßen weitergelaufen bin. I may have a look at... Ich kann Patronen verkaufen, dadurch kann ich unendlich reich werden. Bei Patronen kann ich doch in den Unterschlüpfen immer wieder neu auffüllen. Komisch. Komisch, Wilma hat komisch gesagt. So, wie sieht's denn jetzt aus mit Emily? Moment mal, was ist mit der... mit der Blindenschriftgeschichte? Zu welchem Bezirk gehört das? Unbekannte Person. Finde jemanden, der Blindenschrift lesen kann. 1 von 4. Meter. Oder muss ich hinter Whitechapel noch? Na gut, lassen wir das erstmal. Da können wir erstmal Emilys Haus suchen. Das ist wenigstens noch hier um die Ecke. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry, I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for... I witnessed the horror that lies underneath. Alte Freunde. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? Well, I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Was? I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece, and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot.
Seine Frau heißt Venus. Cooler Name. Ach, der hat auch Migräne. Tut mir leid. Das Gehirn ist so ein komplizierter Mechanismus. Da muss ich mich noch mehr mit auseinandersetzen, bevor ich ein Heilmittel finden kann. Wahrscheinlich muss ich irgendein Blut analysieren.